Halleluja, ein wunderschönes Wetter. Hab ich doch gesagt, Nedry ist nicht hier. Der fette Mistkerl steckt sich an einer Tür fest. Machen Sie sich keine Sorgen, Plan B ist bereit. Plan B ist genau hier. Nedry wird uns nicht hintergehen, dafür kriegt er zu viel Geld. Nein, sie kennt ihren Namen nicht. Sie weiß nichts, was sie nicht wissen muss. Glauben Sie, das spielt eine Rolle? Hey, Sie, raten Sie mal, wer dran ist. Dodgson, hier ist Dodgson. Toll. Es ist dir egal. Und die Dame kennen wir doch irgendwoher, ne? Kommen Sie, meine Kontaktperson wird jeden Moment hier sein. Ja. Zur Erklärung, was hier das Bild angeht. Ich habe auf relativ niedrigen Details hier das Ganze laufen gerade. Wie immer bei mir, weil ich einfach keine ordentliche Technik habe. Dass das aber dann so komisch hier aussieht mit dem Regen vor meinem Gesicht, ist natürlich schon merkwürdig. Allerdings bei höheren Details sieht es weitaus besser aus, das muss ich zugeben. Also es ist nicht ganz so schlimm, wie es jetzt hier aussieht. Na, da wollen wir doch mal schauen, was unsere Dame in den Dschungel geführt hat und wie sie zu dieser Dose gekommen ist. Was ist das für ein Foto? Das hier wird uns beide reich machen. Deswegen sind wir hier. Rasiersaum. Aha. So ungefähr. Rasiersaum. An dieser Stelle möchte ich einmal anmerken, jeder, der Jurassic Park 1 noch nicht gesehen hat, macht auf der Stelle dieses Let's Play aus, besorgt sich den Film und schaut ihn sich gottverdammt nochmal an, bevor er hier weiter reinschaut, okay? Das muss sein. Jeder muss Jurassic Park gesehen haben, mindestens einmal in seinem Leben. Und jeder, der Jurassic Park schon einmal in seinem Leben gesehen hat, der kennt auch diese Rasierschaumdose, zumindest soweit er sich an den Film erinnern kann. Denn diese Rasierschaumdose ist natürlich keine Rasierschaumdose, zumindest nicht im Inneren. Es ist vielmehr ein getarnter Kühlbehälter für Dinosaurier-Embryonen. Dazu werden wir später noch kommen. Denn da handelt es sich um Industriespionage bei Ingen. Weiß Ingen, dass sie die Jacke geklaut haben? Verdeckte Operation, muss mich anpassen. Ja, und was ist mit mir? Sie folgen mir einfach. Genau, so, neuer Dialog verfügbar, wunderbar. Was können wir denn hier mal so? Ja, reden wir erstmal über das Wetter, so ein bisschen Casual Talk, ne? Der Sturm wird nur noch schlimmer. Keine Sorge. Es kann gut sein, dass Nedry im letzten Moment... Verdammter! Okay, ich schätze, wir müssen ihn suchen. Wenn jemand anhält, zeigen Sie diesen... Wo ist das Problem? Wir brauchen Zutrittskarten. Verdammt, Dodgson. Ich muss einen Idioten anrufen. Passen Sie auf, dass Sie niemand sieht. Ohne die Zutrittskarten sind wir aufgeschmissen. Ich glaube, der Idiot ist eher am anderen Ende der Leitung, also hier auf dem Steg. So, an dieser Stelle, wo wir schon beim Thema Filmschauen waren, jeder, der den Film gesehen hat, weiß auch, was es mit diesem Sturm auf sich hat. Denn dieser Sturm wird dafür sorgen, dass die Energiesysteme im Jurassic Park ausfallen. Und ja, das wird einer der Gründe sein, warum im Jurassic Park die Kacke am Dampfen sein wird. Mariquita, hoffentlich schläfst du warm. Ja, wer Mariquita ist, das werden wir später noch hören. Hübsches Wetterchen. So, und dann wollen wir jetzt aber mal uns nicht hier mit Quatschen aufhalten, sondern mal schauen, wie wir hier vorwärts kommen. Und werden mal hier zum Häuschen gehen, durch das wir irgendwie durchkommen müssen. Das Dumme ist bloß, da sitzt noch der Nachtwärter rum. So, und an dem kommen wir nicht einfach so vorbei, aber wir sehen schon, hey, da liegen noch ein paar Karten rum. Schnapp sie dir, Mädchen, schnapp sie dir. Gotta catch 'em all. So ein Mist. Wollen wir uns mal den Jungen näher anschauen? Ja, toll. Ist zwar abgelenkt, aber schaut immer im rechten Moment nach unten. Aber wir sehen schon, da hängt ein Telefon rum. Das könnte man noch nutzen zum Ablenken. Schuppenkontakt 555-7832. Müssen wir uns die Nummer merken? Ich weiß es gar nicht. Aber wir wissen, wer anrufen kann. Nämlich derjenige großartig, mit dem Telefon. Vielen Dank, sehr hilfreich. Tja, angeschmiert. Yo, Dude, ruf mal an. Nicht. Was meinen Sie? Hier, auf die Insel schleichen. Bestimmt, nee, ruf die Wache mal an. Hier ist die Nummer des Wachmanns. Beschäftigen Sie ihn am Telefon. Wie, Sie schleichen dann vorbei und ich bleibe hier? Genau. Das wird nichts. No, Barbosso. Ich beschaffe uns die Zutrittskarte. Gut. Was soll ich ihm sagen? Halten Sie ihn am Reden. Finde ich aber lustig, dass die Sachen auf Deutsch übersetzt sind hier. Ich bin von der Buchhaltung. Wir haben einige Daten verlegt und sitzen jetzt ein wenig in der Klemme. Nur im Notfall. Informationen von Ihnen.
Ja, das mit der Tonausgabe finde ich ein bisschen merkwürdig, dass dann immer zwischendurch dann so das so irgendwie übersteuert und so rausplärrt. Nein, das ist irgendwie, wie ich schon sagte, ich hatte die Frühschicht. Ich bin nur eingesprungen, weil jemand krank war. Toll. So, dann schnappen wir uns die Dinger mal. Jetzt sieht er es ja nicht. Zack, geschafft. Ja, aber warten Sie, da ist noch eine... Hey, ich dachte Sie... Oh. Okay, das wird... das war gut, aber... Das wird der Typ jetzt auch gar nicht merken, dass der Mann dieselbe Stimme hat, oder? Sekunde mal, Sie arbeiten für mich, schon vergessen? Ich gebe also die... Sie können dort nicht lang. Hallo, hi, wir haben Zutrittskarten. Ja, schön für Sie, aber das ist eine Sturmevakuierung. Nur das unentbehrliche Personal bleibt auf der Insel. Sie müssen auf das Boot. Ja, ich meine, ich habe ein paar grundlegende... Mit wem sind Sie hier? Ich gehöre zu Ihnen, ich bin neu. Was ist mit ihr? Sie gehört... zum Wartungsteam. Na los, sagen Sie es ihm. Ja, Wartungsteam, was sind wir denn mal? Kammerjägerin und Klempnerin ist irgendwie dumm. Komm, wir machen mal Mechanikerin. Ich repariere Dinge. In diesem Sturm? Was genau reparieren Sie? Ja, zum Beispiel kaputte Elektrozäune, okay, Zäune. Ich repariere Zäune, Regen oder nicht. Sie müssen repariert werden. Und wozu ist die Machete? Junge, wozu kann man wohl eine Machete im Dschungel gebrauchen, hä? Das ist ein gutes Allzweckwerkzeug. Schneiden, hacken, was Sie wollen. Ankerwerkzeug gerichtet. Alle an Bord. Sofort. Dafür habe ich keine Zeit. Bürgen Sie für Sie? Was? Natürlich. Bürgen Sie für Sie. Ja, ja, okay. Verschwinden Sie. Nächstes Mal sollten Sie mich reden lassen. Este Guanacas. Meine Rede. So. Immerhin lässt der Regen nach. Damit auf in den Dschungel. Ah, Ingen hätte die Insel zubetonieren sollen. Schlechter Kommentar in Anwesenheit dieser Dame. Das werden Ingen wir aber noch sehen. Ingen hätte nie herkommen sollen. Und? Zurücktreten, Mr. Chadwick. Mögen Sie mein Aftershave nicht? Ich mag alles an dir nicht. Unfälle. Oh, ich schon. So, das wird jetzt hässlich. Richtige Taste drücken, wenn die Aufforderung aufblinkt. Diese Timing-Geschichten sind unschön, weil man sehr dazu verleitet wird, zu früh zu drücken einfach. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber klappt ja bislang ganz gut. Ja. Ich bin begeistert. Bin sehr begeistert. Na? Da müssen wir dann doch so langsam auch mal durch sein, oder? Yo! Das ist doch mal schick. Das hätte ich nicht gedacht, dass ich hier durchkomme ohne einen Fehler. Also die Timing-Geschichten sind ein bisschen unschön gemacht, ist einfach sehr gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man mal sich reingefunden hat, geht's eigentlich ganz gut. Yeah, ich bin ein Hacker! Tolle Errungenschaft. Und da ist ein Zaun. Ja, und wie ich schon erwähnte... Andale pues. Was ist das für eine Monstruosität? Ingen ruiniert die Insel. Wie ich schon erwähnte, mit den Zäunen, nun ja. Es geht eher um das, was drin bleiben soll. Es ist nur sowas wie eine Art Zoo. Verstehen Sie? Ein Zoo? Wofür? Keine Sorge, darin ist nichts, Sie wissen schon, Gefährliches. Finden Sie einfach einen Weg dadurch. Ganz und gar nicht gefährlich. Was hast du da, Junge? Was hat Ihr kleines Spielzeug zu berichten? Das ist ein tragbarer Detektor, Schätzchen. Und der sagt, dass wir verdammt nah bei dem Behälter sind. Super. Also wie gesagt, mit den Elektrozäunen, nun ja, da ist jetzt kein Saft mehr drauf. Das wissen die beiden noch nicht, aber der Sturm hat alles lahmgelegt. 10.000 Volt. Warum so viel? Sicherlich nur, um die Teenager fernzuhalten. Ganz bestimmt. So, dann müssen wir mal irgendwie hier einen Weg finden. Ah, ich sehe schon. Das Licht ist aus. Hey, das heißt sicher, dass der Strom aus ist, oder? Blitzmerker. Ja, na klar. Ladies first. Oh, freundlich. Na dann mach mal, Mädchen.
Traust du dich nicht? Du wärst schon längst tot, wenn das noch an wäre. So feucht wie die Witterung hier ist, wäre das schon längst übergetreten, die Spannung. Da hättest du schon längst einen tödlichen Schlag gekriegt. Ach, so ein Glück, es ist aus. Gott sei Dank. Ich meine, wissen Sie, es ist so... Gehen Sie vor. Ja, halt die Fresse. Wir wären so viel besser dran, wenn wir ohne den arbeiten müssten. Und damit kommen wir ins Dilophosaurus-Gehege. Und die sind ganz und gar nicht nett, die Gesellen. Was ist los? ¿Qué es esto? Kein Vaquero. Wie ein Vogel, aber viel zu groß. Ich sagte doch, es ist ein Zoo. Alle möglichen Tiere. Los, los, wir sind fast da. Haben Sie das gehört? Was war das? Blöde Frage, was soll das wohl sein? Was ich noch nie gehört habe. Okay, dann wir sollten... So, dann schneiden wir uns mal durchs Gemüse hier. Oder stupsen es zumindest an. Irgendwo muss ja was sein hier. Da vielleicht. Na, machst du mal hier. Stups an. Hui. Böser Vogel, böser Vogel. Wir nennen ihn Mokupa. Wie ich diesen Dschungel hasse. Dort. Hier lang. Gut, dann gehen wir da auch da mal lang. Okay, Abschnitt schon geschafft. Das ist es. Maximale Signalstärke. Es ist ganz nah. Es ist zu dunkel. Ich brauche Licht. Wo ist Ihre Taschenlampe? Die haben Sie. Ach ja. Habe ich Sie fallen gelassen? Haben Sie etwas gesehen? Verfluchter. Hier drüben. Diesen Ort kennt jeder, der den Film gesehen hat. Hey, Nedry! Stecken Sie fest oder was? Nedry, sind Sie taub? Da kletter ich nicht mit meinen Nonstivalis rauf. Pippi. Hey, ich gehe außen rum, das geht schneller. Ach. Gut, dann klettern wir mal hoch. Diesen Ort kennt jeder, der den Film gesehen hat. Denn dies ist die Stelle, an der die Barbasol-Dose ihr vorzeitiges Ende gefunden hat. Und die Geschichte wurde nicht weitergeschrieben an dieser Stelle. Und genau da setzt der Film das Spiel an. Denn die Barbasol-Dose will gefunden werden von den Industriespionen, die sie damals gestohlen haben. Für die unser Freund Mr. Nedry gearbeitet hat. Hallo, jemand da? Und wie es Mr. Nedry ergangen ist, das werden wir jetzt sehen. Weniger schlaue Idee eigentlich hier aufzumachen, aber okay. Ist eh zu, das ist schön. Hallo, jemand da? Oh. Nicht gut, nicht. Na komm, mach auf. Ha! Kuckuck! Hi! Mach zu, Mann! Ach, Weib! Na, geschafft? Ich hab doch gesagt, herumgehen ist besser. Ja, was war das für eine Kreatur? Etwas hat mich angesprungen. Es war auf ihrem Freund dort. Hallo, Mr. Nedry. Oh, ist ja widerlich. Was hat von ihm gefressen? Was ist das für ein verfluchter Zoo? Hören Sie, machen Sie sich keine Sorgen, okay? Das war nur irgendein Tier. Wir nehmen den Behälter, dann verschwinden wir. Wo ist er? Ich finde ihn nicht. Wo ist der Behälter? Der Rasierschaum, wo ist er hin? Ja, das weiß ich doch nicht. Woher soll ich das denn wissen? Woher soll ich das wissen? Wenn er nicht im Auto ist, könnte er überall im Umkreis von 300 Metern sein. Mist. Dodgson bringt mich um. Bringt Dodgson mich um? Sorgen Sie sich nicht wegen ihm, sondern wegen diesem Ding. Ich mache mir Sorgen, okay? Was soll ich denn tun? Sie wissen, dass wir nicht mit leeren Händen zurückkehren können. Sehen Sie da? Wo denn? Fußspuren. Er hat einen Spaziergang gemacht. Seine Spur ist eine Fährte, der wir folgen können. So finden wir den Behälter. Richtig. Okay, das ergibt Sinn. Aber warten Sie, was ist, wenn eines dieser... Okay, Sie sehen da unten nach. Ich überprüfe nochmal das Auto, nur für den Fall. Du bist ein Schisser ohne Ende. Aber natürlich hat er einen Spaziergang gemacht. Ich meine, die Kette hier, die hat sich... Das Abschleppseil, das hat sich nicht von alleine um den Baum gewickelt da unten. So, dann guck mal die Spuren an hier.
bisschen Licht könnte nicht schaden, glaube ich. Kein Behälter da. Die Spuren führen da lang. Ja, Moment. Ja, geht gleich los, geht gleich los. Mach mal die Scheinwerfer an. Chadwick, Sie können mir mit den Scheinwerfern helfen. Nein, hören Sie zu, ich bin beschäftigt. Ah, dieser Typ. Dieser Typ ist echt schlimm. Was haben wir hier? Ah, die Brille. Die Brille, pobre desgraciado. Blind im Dunkeln. So ein Pech aber auch.